Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Vor-Unboxing. Ich habe hier ein kleines Paketchen gekriegt, kann euch nur die Seite zeigen, weil auf der anderen Seite ist meine Adresse. Ich kann auch noch mal kurz hier was rausholen. Sieht man das vielleicht? Von Play Vitale. Da sind vier oder fünf Sachen drin, das weiß ich jetzt nicht genau. Da machen wir jetzt ein Vor-Unboxing und dann wird alle 2 Tage ein Video kommen. Kommt drauf an, wie lang die Videos sind, das kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Wir machen jetzt erstmal gucken, was alles drin ist. Und dann wird es zu jedem Produkt ein einzelnes Video geben. Und wenn die halt nur 2, 3 Minuten sind, die Videos, dann kommen an jedem Tag 2 Videos. Wenn es halt 5, 6, 7, 8 Minuten sind, dann kommt an dem Tag nur dieses Video. Ja, und das Vor-Unboxing, mal gucken, wie lang das wird, ob ich da noch ein Codeset dahinter mache. Da müssen wir erstmal gucken, was da alles Schöne drin ist. Ich weiß es ja, aber ich weiß ja noch nicht, wie lang die Videos werden. Aber wir wechseln jetzt erstmal in die Unboxing-Ansicht. So, und da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. Ich lasse es mal so wegen dem Adressaufkleber und wir packen das mal aus, machen das Loch erstmal noch ein Stück größer. Haben wir einmal was? Ah, gut. Zweimal. Dreimal. Oh, cool. Für Halloween auch. Das sind die gleichen, die machen wir mal hier drüber. So, dann haben wir hier noch einen vierten Karton. Ja, Post ist da nicht gerade gut mit umgehen. So. Dann haben wir hier mal eine Tüte. Und das obligatorische Kärtchen. Finde ich auch super, dass jetzt so in einem Nintendo-Modul ist. Also vom NES. So. Dann zeige ich euch erstmal, was wir hier haben. Was wir jetzt sehen können, das sind einmal für einen Controller. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für Schwarz-Rot-Gold entschieden, weil die anderen Farben mir nicht so zugesagt haben. Ich bin nicht so da für diese knallbunten Farben. Und den mache ich mir schwarz ran oder rot. Am schwarzen Controller rot sieht bestimmt auch geil aus. Am weißen Controller schwarz. Fällt dann kaum auf. Ja. Und das ist dann halt dafür da, dass man sind begrenzt. Hier oben sind auch die Controller abgebildet. Ja, dann kann man nicht so weit mit dem Controller rum. Und dann werden wir auch dann anbauen und gucken, wie sich das macht. Nummer 1. Dann haben wir hier Nummer 2. Das sind Thumbsticks. Ich hoffe, die sind auch hier rippt. Einmal für Halloween mit so einem Fledermaus sollte es wahrscheinlich sein mit den Augen hier und ein Kürbis. Und dann, das ist Dämon. Opa, falsch rumgehalten. Thumbsticks, so. Da werden wir auch auspacken und anbauen. Dann hier, das packen wir jetzt nicht aus. Das wird wahrscheinlich ein Controller-Ständer sein, weil da haben sie auch neue Farben rausgebracht. Deswegen habe ich extra die Farbe, die hier drin ist, für einen bestimmten Controller bestellt. Ich hoffe, das ist auch die richtige Farbe drin. Also Daumen drücken, dass die richtige Farbe drin ist. Ich will hier noch nicht reingucken. Den werden wir wahrscheinlich auch zuerst auspacken. Dann haben wir hier noch was. Ich habe meine Lesebrille nicht auf. Ah, hier ist ja Chinesisch. Kann ich nicht lesen. Keine Ahnung, was da drin ist jetzt aus dem Kopf. Wird der zweite sein, was wir auspacken. Und dann haben wir hier nochmal eine Tüte. Ich glaube, hier ist nochmal ein Gummicase für den Controller drinne. Das machen wir als drittes, würde ich sagen. Ja. Legen wir uns die mal hier alle schön hin. Also die Thumbsticks, die sind echt gut. Weil die habe ich ja in Schwarz. Die bringen ordentlich was. Also meine Erfahrung jedenfalls. So. Schön hinlegen hier. So.
Ich habe sie auch in niedlich bei dem Controller mit der Katze. Den werdet ihr sehen, wenn wir die raufmachen. Und dann werden wir auch mal das neue Case rummachen. Und dann mache ich den Katzencase ab. Bei dem schwarzen lasse ich es dran. Dann werden wir die auch nachher noch ranmachen. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob es die richtige Farbe ist. Hier weiß ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf gar nicht, was drin ist. Das werden wir dann sehen. Also ich denke mal, wir räumen das mal so gleich hin, wie wir anfangen. Das zuerst, das als zweites, das als drittes, das als, naja, vielleicht machen wir das auch gleich mehrere, bei dem hier vielleicht gleich mehrere Videos in eben. Oder das mache ich rum, dann mache ich dazu ein extra Video, müssen wir mal gucken. So, die dann. Und zum allerletzten machen wir dann die auf die entsprechenden Controller dran. So, dann hoffe ich, dass euch das Unboxing, Vor-Unboxing gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde euch natürlich den Link zu jedem von diesen Produkten in die Videobeschreibung packen. Hier ist auch irgendwo steht auch Werbung, weil wie gesagt, ich habe die Dinger alle gratis zur Verfügung gestellt gekriegt, um darüber Videos zu machen. Hat aber nichts mit meiner eigenen Meinung zu tun. Wenn irgendwas gut ist, sage ich das. Wenn irgendwas schlecht ist, dann sage ich das auch. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich das auch. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.